Seid gegrüßt und willkommen zur 11. Episode meiner Yuppie Psycho Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Gut, nachdem wir ja diese tolle Karte vom Videoclub bekommen haben, diese Mitgliedskarte und hier zwei neue Videos, hatte ich schon geguckt. Moment mal. Follow Kenntnis haben wir schon. Warte mal. Das ist ja eigentlich auch Blood Trail. Wir haben halt nur diese Karte neu bekommen und das Foto haben wir halt. Neu. Haben wir hier sonst noch was Neues? Nee. Ich frage mich allerdings noch, wo das hier reingeht. Ah, wir besuchen mal den IT-Guy und gucken mal, was wir da so machen können. Okay. Ja, was ist anders? Oh. Ah, der Hugo. Ich meine natürlich der Froschman. Hier. Okay, ist eins runter. Hat die gerade abgeschlossen? Nö, hä? Kann ich mit ihr nochmal reden eigentlich? Hallo, Sosa, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, nichts tut weh. Und Ihnen? Nichts Neues. Gehen wir mal einen Stock tiefer, ne? Haben wir gesehen, dass er eins runtergefahren ist. Und schauen, was er da tut. Was zum Teufel? Alter! Als ob das Hugo war. Oh, fuck, 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 fuck. So ein Ding, jetzt kommt hier an. Alter, aber dieser Nebel ist weg, ne? Alter. Hallo? Der lebt noch. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Hier ist wieder der Schaden, ne? Dieser Nebel. Aber hier geht die Spur runter. Alter. Kann ich denn hier nirgendwo? Fuck. Oh, hier bin ich sicher, ne? Kacke, hier ist überall Schaden. Pizza essen. Stellt eine Menge Gesundheit wieder her. Das brauchen wir jetzt. Oh, fuck. Ah, wohin? Oh, was ist das hier? Oh, hier geht's weiter. Ja, aber ich habe hier überall Schaden. Kacke, ey, ich komme hier nicht raus lebend. Ne, kann ich vergessen. Gut, dass wir so viel Kaffee gemacht haben. Okay, ich hätte nicht hinterherlaufen sollen. Ich brauche erst irgendwas gegen dieses Gas. Ja, das war keine gute Idee, Hugo hinterherzufahren. Gar nicht gut. Dritte Etage, genau. Ist der Typ hier? Ne, der ist nicht da. Das heißt, er ist wirklich in der dritten Etage. Fahren wir da mal hin. Alter. Erstmal so ein Massaker da in dem Bienen-Dingsbums. So. Wo wird er denn wohl sein? Ich höre hier irgendwas. Ach so, ja, verstecken geht. Hier werkelt doch einer. Ah, da ist er. Hey, mein Freund. Hallo? Hallo? Muss ich von hier? Hallo, Doshi. Oh ja, natürlich, natürlich. Legen Sie es da drüben hin. Was? Oh, hallo, hi, wie läuft's, Dude? Ich wollte sehen, was Sie hier so machen. Du machst einen Spaziergang durch das Unternehmen, was? Na dann, willkommen im Elektromüllparadies, Kollege. Hier repariere ich vor allem ein bisschen Computer, Drucker, Telefone. Ich sammle auch gerne Komponenten, um Dinge zu modifizieren oder kleine Experimente zu machen. Aber hey, das ist ein Geheimnis. Arbeiten Sie alleine? Hilft Ihnen niemand?
Ja, naja, wir waren mal mehr, aber so zwischen diesem und jenem sind Arbeitsunfälle an der Tagesordnung. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, absolut. Es ist ja nicht so, dass ich wirklich viel Arbeit hätte. Die Leute hier können einen angeschalteten Computer nicht von einem ausgeschalteten unterscheiden. Seit Jahren sammeln sich schon Aufträge an und niemand sagt auch nur ein Wort. Also kümmere ich mich um meine eigenen Angelegenheiten. Dieses Unternehmen ist das reinste Chaos. Ich weiß nicht, wie es überhaupt noch weiterläuft. Ich habe eine Theorie, die dich verrückt machen wird. Soll ich sie dir sagen? Ja, bitte. Zuallererst schlag dir diese alten Geschichten über die Hexe aus dem Kopf. Wir sind alt genug, um nicht mehr an Märchen zu glauben. Schau mal, es ist sehr einfach. Diese Firma ist eine Maschine und die Dinge, die dafür sorgen, dass sie funktioniert, sind die Mitarbeiter und das alles. Verstehst du? Mehr oder weniger. Stell dir zum Beispiel vor, dass das Unternehmen ein Drucker ist, den du zu Hause hast. An einem Tag zieht er zwei Blätter gleichzeitig, ein anderes Mal druckt er nur Kauderwelsch. Am nächsten Tag frisst er Papier oder vermischt beim Drucken die gesendeten Dateien. Du weißt schon, was Drucker halt so machen. Oh ja. Du weißt, dass das verdammte Ding ausflippt, kaputt ist oder so. Und du rufst deinen Kollegen Doshi an, damit er ein Auge drauf wirft und das Problem löst. Läuft. Aber Dude, was, wenn es keinen Besitzer gibt? Wenn es nur den Drucker gibt, wer sagt dann, dass er kaputt ist? Alle Teile funktionieren. Er nimmt Papier und er druckt. Er funktioniert vielleicht seltsam, aber er funktioniert. Und genau das passiert bei dieser Firma. Sie ist kaputt, sie ist korrupt, aber gleichzeitig funktioniert sie noch. Kommst du noch mit? Nun, während du dich von deiner Astralreise erholst, kommen wir zum Punkt, Mann. Neben dem Philosophieren und Reparieren von Zeugs verkaufe ich auch einige Vorräte. Willst du sie sehen? Natürlich. Oh, der ist ja schnell mit dem Wegräumen. Ich verkaufe diese Alkali-Batterien in bester Qualität für jeweils 100 Tacken. Fast geschenkt. Was ist das? Ich repariere immer Fotokopiere, also habe ich ein paar Patronen gesammelt. Ich kann sie für jeweils 150 Tacken verkaufen. Kollegenrabatt, ne? Was ist das? Und zuletzt habe ich noch dieses Wunder. Dies ist eine Kombination von Kunst und Technologie in Form von Kunststoffröhren, die lange stundenlang leuchten. Du kannst sie in der Hand tragen, auf dem Boden liegen lassen und sie später abholen. Sehr nützlich, wenn die Batterien leer sind. Sie kosten jeweils 125 Tacken. Da du neu bist, gebe ich dir drei, damit du sie ausprobieren kannst. Du wirst sie lieben. Cool. Drei Leuchtstäbe erhalten. Oh, danke schön. Die werden mir eine große Hilfe sein. Es gibt so wenig Licht in diesem Gebäude. Ja, das kannst du laut sagen. Kommst du viel im Gebäude herum? Ja, ich laufe ständig hin und her. Aber gehst du nur spazieren oder durchsuchst du auch die Schubladen der Aktenschränke? Also schon ein bisschen, ja. Scharf. Na dann kannst du mir vielleicht helfen. Sagen wir es mal so, ich beschäftige mich auch mit anderen Dingen neben dem, was du hier so sehen kannst. Ich bin ganz vernarrt in dieses Schmuckstück, das ich reparieren möchte, und ich suche im ganzen Gebäude nach Teilen. Wenn du mir eines dieser Teile besorgst, könnte ich dir eine schöne Belohnung geben. Vielleicht habe ich welche. Wie sehen sie denn aus? Es handelt sich um elektronische Bauteile, die mattrot überzogen sind. Wenn du mir eines dieser Teile bringst, könnte ich dir ziemlich nettes Zeug geben. Ich glaube, ich habe eines dieser Teile gefunden. Schauen Sie mal. Sie haben Doshi ein elektronisches Teil übergeben. Voll krass, Kumpel. Du bist der Schärfste. Lass mich als Belohnung mal deine kleine Taschenlampe sehen. Sie haben Ihre Taschenlampe Doshi gegeben. Wenn ich hier und da eine kleine Änderung vornehme. Mal gucken, das hier und das hier. Fertig. Sie haben eine modifizierte Taschenlampe erhalten. Jetzt hast du einen größeren und viel kühleren Lichtstrahl. Vielen Dank. Ich danke dir, Dude. Wenn du noch mehr von diesen Teilen findest, weißt du ja, wem du sie geben kannst. Punktmatrix konnte ich mal langsam erfragen, was das so sein soll. Was sind Punktmatrizen? Oh, über die könnte ich monatelang reden, um es kurz zu machen. Sie sind Matrix-Nadeldrucker. Ja, aber mal sehen, wie erkläre ich das am besten? Weißt du irgendwas über die Geschichte von Sintracorp? Nicht wirklich viel. Die Leute vergessen das, aber diese Firma war, bevor sie sich dem Verwalten und Spekulieren mit Daten widmete, ein führendes Technologieunternehmen in den 70er Jahren.
Zu ihrer Zeit war die sechste Etage voller Projekte, Multifunktionscomputer, Fotokopierer, Drucker, Robotik und sogar Erinnerungsscanner. Diese Leute experimentierten mit allem Möglichen und obwohl eine Handvoll Prototypen registriert wurden, haben sie nie wirklich etwas erreicht. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Punktmatrix nichts anderes ist als ein Sintra-Corp-Experiment, das schiefgelaufen ist. Der Klatsch besagt auch, dass sein Ursprung auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass einer der beteiligten Wissenschaftler seine Hand zwischen die Drucknadeln bekam. Und nun, das Ergebnis ist offensichtlich. Und kennen Sie irgendwelche Tricks, um sie zu vermeiden? Diese Dinger sind fast blind, aber sie fühlen die Vibration deiner Schritte und deiner Stimme über den Boden. Lauf nicht weg, außer du hast keine andere Wahl. Und noch eine Sache, diese Viecher lieben Tinte. Vergiss nicht, immer ein paar Tintenpatronen dabei zu haben. Eine Tintenpatrone? Aber benutze sie, wenn die Punktmatrix dich fängt, damit sie dich loslässt und du eine Weile deine Ruhe hast. Ah, okay. Vorräte kaufen. Ich möchte ein paar Vorräte kaufen. Sicher, Dude. Nimm einfach, was du willst und lass die Credits liegen. Tschum, tschum. Ausgang. Taschenlampe ist jetzt... Oh, ne, ist keine Taschenlampe. Das ist die Taschenlampe. Ist echt größerer Lichtstrahl. Cool. Die Frage ist aber... TZ, TZ. Was ich mit dieser Info mache... Was das hier für ein Typ ist, das habe ich immer noch nicht gecheckt. Kann ich dem vielleicht irgendwas anbieten, aber ich könnte auch mal mich heilen. Bringt mir die mit Glitzcard jetzt irgendwas? Ach ja, geht ja nicht auf. Kann ich da mittlerweile hin? Nö. Schwierig, schwierig, ey. Was war hier nochmal? Ach ja, genau, hier wollte ich hin. Ich wollte in den Videoclub. Oder was war hier nochmal? Ach ja, hier waren ja die lustigen Bücher und so, genau. Also nicht hierhin. Aber hier ins Archiv. Dupti-dupti-du. Das haben wir schon gelesen. Genau. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Kein neues Wasser. Videoclub, ich komme. Oh Gott, ging das Licht aus und ich habe mich erschrocken. Ja. Videoclub Mysterio. Was hier? Und so und da. Hier war das zum Abspielen und hier konnte ich ja rein. Hier ist der Videoclub. Aber das bringt mir, wie es aussieht, nichts. Gut. Hier könnte ich die Filme gucken. Ja, die habe ich ja beide schon gesehen. Kann ich jetzt hier rein? Ich möchte lieber nicht wissen, was oder wer dort auf mich wartet oder sowas stand da. Ist der Hugo hier? Nö, ist kein Hugo. Nö, hier müssen wir wohl nicht mehr rein. Nö. Alter, jetzt ernsthaft? Gerade noch geheilt. Wo könnte ich denn jetzt noch hinwollen? Vielleicht kann ich ja mit Sintra über die sechste Etage reden, dass die vielleicht irgendwie freigeschaltet wird oder so. Das wäre auf jeden Fall mal so eine Idee, was man machen könnte. Was haben wir denn noch für Etagen? Ich bin in der 7. Gartner, war ich von Executive oder Management?
Ha. Oder wieder ins Büro, ne? Ja, gehen wir da mal hin. Vielleicht ist Hugo ja wieder da. Vielleicht kann ich auch mit ihr labern, aber ich denke eher nicht. Das bringt mit meinem Ausweis vor ihr rumzuwedeln. Nee, es bringt gar nichts. Ich höre dich nicht, bla bla bla. Ich habe doch gerade ein Türgeräusch gehört. Büro F. Was ist denn das mal für ein Geräusch? Komisch. Kann ich mit dir reden? Bla bla bla. Videoclub Mysterio. Das hatte ich ja schon. Kurzfilme, ja genau. Bla bla bla. Nein, ich will nicht über Hugo reden. Genau, bla bla bla. Das haben wir ja alles schon gelesen. Die Superkröte, genau. Ja, das hat man ja schon alles gelesen. Mal gucken, ob Syntra irgendwas Neues für uns hat oder ich für Syntra. Wo ist sie denn wieder? Och, Mann, dass man sie immer suchen muss. Und dass man hier hängen bleiben kann. Geht's nicht weiter? Hier auch nicht, oder? Was könnte man denn hier noch machen? Ich check das nicht. Viele Daten, Daten, Daten. Diese Maschine überprüft die Bücher. Toll. Was ist denn das hier eigentlich? Es ist ein leeres Gemälde. Auf der Plakette steht das Blut des Teufels. Cool. Ich kann nicht sagen, was es ist. Vielleicht moderne Kunst? Es handelt sich um einen internen Bericht. Projekt Cornucopia. 14. 1971, Update der Sicherung. Beobachtung, das Subjekt scheint an dem Eingriff nicht zu leiden oder sich daran zu erinnern. Es wäre praktisch zu untersuchen, ob wir eine dieser Kopien modifizieren könnten, um sie in unser Netzwerk zu integrieren. Okay. Ja, das habe ich jetzt ja gelesen. Danke. Ach, das ist alles das. Okay. Syntra, wo bist du? Dass die mich einfach so alleine lässt. Ohne Syntra kann ich nicht auf die Informationen zugreifen. Dass die auch so wichtig ist. Hä, war ich hier schon? Was zum Teufel? Hä? Ach so. Wow, was ist das denn? Ist das Syntra? Okay. Hast du Lust zu schwimmen? Das Wasser ist so angenehm. Was? Nein, nein, vielen Dank. Du bist langweilig, Brian. Nein, nein, es ist nur, dass ich... Kannst du nicht schwimmen? Ich kann sehr wohl schwimmen, okay? Als ich klein war, wäre ich fast ertrunken und seitdem ziehe ich es vor, so weit wie möglich vom Wasser wegzubleiben. Ich liebe es. Du weißt nicht, was dir entgeht. Und hast du jemals das Meer gesehen? Nun, nein, natürlich nicht, aber ich würde gerne. Es ist atemberaubend. Früher bin ich jedes Wochenende mit meinen Eltern an den Strand gegangen. Deinen Eltern? Also, was willst du? Ich bin in den 8. Stock gegangen. Da ist ein verschlossener Friedhof. Das ist aber fast besser so, weil ich nicht dorthin gehen werde. Das kümmert mich nicht. Nein, nein und nein, absolut nicht. Ich habe einen Schrei aus dem Friedhof gehört, der mir die Haare zu Berge stehen ließ. Ich fürchte das Schlimmste. Tut mir leid, was hast du gesagt? Dass es mich nicht kümmert, es interessiert mich nicht. Du kannst aufhören, nach der Hexe zu suchen. Was meinst du? Ich habe nachgedacht und ich denke, du hast recht. Dieser ganze Hexenjägerplan macht keinen Sinn.
Alle Informationen, die du mir über das Unternehmen gebracht hast, stimmen nicht mit den Daten überein, die ich vorher hatte. Irgendetwas stimmt mit all dem nicht. Und ich fange an zu befürchten, dass ich es bin. Warum sagst du das jetzt? Ich weiß es nicht. Was macht es schon? Was ist, wenn ich korrupt bin? Korrupt? Nichts, lass mich. Nein, ich verstehe nicht. Und was soll ich jetzt tun? Außer dieses Leuchtstäbchen in der Hand zu halten. Tu, was du willst, Brian. Aber tu mir einen Gefallen. Lass mich in Ruhe. Okay. Das ist irgendwie seltsam. Wie das hier, die Statue einer Frau. Es ist eine Statue eines Mannes mit Hörnern. Er sieht aus wie ein Dämon. Ja, könnte man so sagen. Hey, das ist mein Cocktail. Was ist da drin? Teufelsblut. Okay. Ich habe nicht vor, in dieses Becken zu steigen. Ich schwimme nicht gern. Brian, lass mich in Ruhe. Sei so gut. Wow. Wow, wow, wow. Ist hier irgendwas? Oh, noch ein Cocktail. Kann ich den nehmen? Sie haben einen Cocktail erhalten. Oh, ich hätte auch einfach hier rumgehen können. Oh, hier komme ich auch nicht raus. Nun ist die Frage, was dieser Cocktail mir bringt. Ansehen. Ein roter Cocktail. Er sieht ein bisschen wie Blut aus. Ja, wundervoll. Cocktail. Kann ich hier runter? Nö. Kann ich hier hoch? Hier ist eine Schaukel. Wieder. Oh, ich kann schaukeln. Okay. Nur, was bringt mir das? Nichts. Und hier geht's nicht weiter. Ah, in dem Garten ist ja auch eine Schaukel. Und Wasser. Aber was bringt mir diese Info jetzt? Gehen wir mal wieder raus. Kann ich mit dir noch was anderes reden? Nö. Moment mal, was war mit dem Friedhof? Kennen Sie den Friedhof im 8. Stock? Ja, wir hatten Ihnen davon erzählt, sind Sie dorthin gegangen? Ja, bin rumgelaufen, habe mich verlaufen. Niemand nähert sich diesem Ort personell. Dort sind Mitglieder des Unternehmens. Die Familie wird schon immer von einem Städte der Firma sagt, dass sie auf dem Friedhof lebt. Ich würde an diesem Ort nicht zu nahe kommen, wenn ich sie wäre. Haben Sie schon einen. Das hatten wir auch gerade noch gelesen. Das war jetzt nicht sehr produktiv und ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht wieder rausgehen und passiert dann irgendwas? Ja, wo ist dieser Hugo denn, ey? Ich verstehe es. Ich gehe mal wieder hier hin. Hi. Nichts zu sagen. Wie geht es Ihnen? Super gut, mega, bla bla bla. Kann ich mit ihr reden? Ja. Immer noch der Haufen. Schön. Ich gehe da nicht mehr rein. Tja. Ich würde mal sagen, ich gehe dann mal abspeichern und beende die Folge für heute. Wenn sie euch gefallen hat, bewertet doch mein Video. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da und damit ihr kein neues Video verpasst, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.